Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in und aus der Red Station. Ihr seht hier im Hintergrund eine dicke, fette Null und dahinter ein Display. Dieses Display ist unser Bankdisplay und dieses Bankdisplay soll später den Kontostand anzeigen von den Spielern, die hier quasi äh, arbeiten werden an Bord der Red Station. Und wir wollen ja gerade versuchen, eine Bank zu bauen. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen mit dem hier beschäftigt. Also da haben wir eine kleine Computerplatine entwickelt. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, was genau das hier ist, schaut den letzten Part euch mal in Ruhe an. Das hier ist letzten Endes eine Matte. Eine Matte Platine. Und die Matte Platine kann sich merken, wie viel Geld sich an einer speziellen Position auf dem Konto befindet. Und was wir gebaut hatten, ist hier ein Knopf, den man drücken kann und dann meldet diese Matte Platine an dieser Stelle ein Signal. Und was wir jetzt gerade gebaut haben, ist ein Display. Das Display haben wir uns eiskalt gekopiert und gepastet von ZZZP dem hier oben. Und ihr seht ja auch gerade, da wird gerade das Display hier live geupdatet. Das ist ein Display, welches über solche Anzeigezellen funktioniert und über eine Grafikkarte funktioniert. Wenn ihr wissen möchtet, wie genau das funktioniert und wie man das baut, dann schaut auf meinen Kanal. Da gibt es ein Tutorial, ihr könnt es einfach auf YouTube suchen, also sucht nach einfach auf YouTube nach The Joe Craft und Grafikkarte. Ich habe da zwei Tutorials zugemacht, sucht euch eins aus. Beide Tutorials erklären es euch wunderbar. Aber letzten Endes machen wir folgendes. Wir drücken hier quasi auf den Knopf, die Grafikkarte kodiert, äh, kodiert die Informationen, wie eine Zahl auszusehen hat und schreibt die Zahl aufs Display. Ne? Und das machen wir quasi, hier ist die 0, die 1, die 2, die 3, die 4. Und wir können zum Beispiel jetzt gerade die 2 habe ich eingegeben und jetzt machen wir nochmal nachträglich die 4 und wir erhalten hier eine 42 auf dem Display. Was wir noch gebaut haben, ist hier ein Nupsi. Dieser Nupsi hier macht Folgendes. Eine Stromlänge wird hier in eine Zahl gepackt. Und immer, wenn eine neue Stromlänge hier eintritt, passieren ein paar interessante Sachen. Und zwar das Display löscht sich einmal und die neue Zahl kann reingegeben werden. Aber was soll das jetzt alles, werdet ihr fragen. Nun, jetzt schauen wir uns mal diese Technik an. Die sieht auch schon wieder so schön kompakt und super kompliziert aus, ist sie aber nicht. Was wir hier gebaut haben ist eigentlich ganz schön einfach. Wir haben hier eine Speicherzelle. Wir haben hier eine Speicherzelle und hier eine Speicherzelle. Jetzt gebe ich hier eine Zahl ein, zum Beispiel, das ist die 0, 1, 2, 3. Ich kann zum Beispiel die, wenn wir die 42 schreiben möchten mit einer dreistelligen Zahl, wie würdet ihr die 42 in einer dreistelligen Zahl schreiben? Jetzt mal wirklich, das interessiert mich jetzt gerade wirklich, schreibt es mal gerne in die Kommentare, schreibt mal die Zahl 42 dreistellig. Ich würde mich interessieren, ob ihr automatisch 0, 4, 2 schreiben würdet. So, machen wir mal. Machen wir eine 0. Ihr seht, quasi die erste Ziffer ist geschrieben. Und jetzt befindet sich auch hier an dieser Stelle eine 0 sozusagen drin, gecodet. Ja? Und dann machen wir die 4, also 1, 2, 3, 4, es kommen noch Ziffern drauf. 4 und die 2. Ihr seht quasi hier an diesen Lampen, was passiert. Achso, und jetzt passiert noch was, das merkt ihr gerade gar nicht, aber ihr seht, dass dieses Redson-Signal plötzlich an und ausgeht. Sobald man nämlich alle drei Zahlen eingegeben hat, sobald alle drei Zahlen hier drin sind, dann schaltet sich hier unten eine Technik an, die die Stromstärke, also wie gesagt, wir speichern die Zahl als Stromstärke. Ihr seht, hier ist gerade Stromstärke 1 drin. Ihr müsst immer die Stromstärke minus 1 rechnen, um die Zahl zu bekommen, die wir speichern. 1 minus 1 macht 0, hier ist die 0. An der zweiten Stelle haben wir 5, minus 1 ist 4. An der dritten Stelle haben wir die 3, minus 2. Das ist dann also die Zahl 0, 4, 2. Wie ist es richtig angegeben? Ja, doch 0, 4, 2. Genau, von so und so, also quasi hier ist die 2, hier ist die 4, die ist die 0. Und das ergibt, gelesen, eine 42. Und sobald die letzte Zahl eingegeben ist, an dieser Stelle, aktiviert sich dieser Kolben. Der hier, der geht raus. Und wenn dieser Kolben sich aktiviert, aktiviert dieser Observer diese Kette von Kolben. Macht erst diesen Kolben so, dann den Kolben so und den Kolben so. Und was passiert, ist folgendes. Die Stromstärke wird jetzt rausgenommen und wird in eine Stromlänge gepackt. Dabei, je höher die Zahl, desto länger blinkt das Redstone. So. Deshalb, es wird aber zuerst die Zahl, die rechts außen ist. Das heißt, die Zahl, die wir zuletzt eingeben, wird zuerst kodiert und andersherum. Versteht ihr? Warum ist das so? Wir wollen ja erst an das Display die Zahl senden, die ganz rechts ist, dann die nächste Zahl und dann die nächste Zahl. Das ist ja die Idee. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob es funktioniert. Ne? Das wird jetzt hier eine Aufnahme, ein Live-Test sein. Denn alles, was ich jetzt noch machen muss, ist eigentlich der letzte Schritt. Ich muss nur noch ein einfaches Redstone-Kabel ziehen und theoretisch, theoretisch wird es funktionieren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wir machen es mal bei 14, nicht, dass ich mich nachher irgendwie verklicke. So, dann nutzen wir einmal die Magic of World Edit, um das ganze Ding einmal hier durchzustecken, bis nach hier hinten hin, hier, wo unser Display ist. Hier ist der Input, das müssen wir einmal mit, diesem Ding hier verbinden. Das werden wir vielleicht später nochmal ordentlicher verkabeln. Also wenn wir hier zum Beispiel ein bisschen Platz oder so brauchen für andere Techniken, dann würde ich das nochmal eventuell anders verkabeln. So schneiden wir erstmal weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passt. Und das ist genau der Input. Und jetzt bin ich äußerst neugierig, ob hier eine 42 hingeschrieben wird, wenn ich den hier aktiviere. So, Kabel geht an und überträgt was. Was macht das Display? Zwei. Vier. Null. Ja! Geile, super nice, es funktioniert. Okay, ja, super, das äh, freut mich riesig. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, nämlich sehr schnell hier Zahlen einzugeben und wie schnell wir Zahlen eingeben können. Eins, zwei, drei. Und jetzt wird die Zahl hier quasi nach dem, ne, sobald wir die Zahl fertig haben, wird sie jetzt hier auf dem Display geprintelt. Geil, super nice. Und während die Zahl jetzt aufs Display geschrieben wird, soll dann quasi der Computer gucken, ob ich das von meinem Konto abbuchen kann. Und bis die Zahl dann hier geschrieben ist, sehen wir es dann später. Wie gesagt, dieses Display soll unseren Kontostand anzeigen. Ähm, wir müssen auch irgendwie ein Reset oder so bauen. Das Display muss ich quasi resetten auf die 0. Und da habe ich auch schon eine Idee, wie wir das hinkriegen. Also wie, wie kriegen wir das Display geresettet? Ähm. Ich weiß, wie wir das machen. Und zwar, indem wir eine Zahl auf das Display draufpacken, die ähm, irrational ist. Also, also nicht irrational ist, aber die das Display nicht verarbeiten kann. Das Display kann ja nur die Zahlen 0 bis 9 verarbeiten. Deshalb schicken wir, jetzt, das, wir schicken jetzt dem Display einfach den Code 11 zu. Also mal die Zahl 11. Die Zahl 11 gibt es nicht. Aber das Display, ähm, dem ist das egal. Wir wollen ja nur, dass das Display sich löscht und resettet. Alter, ich freue mich gerade übelst, dass das, das hat ja wirklich ad hoc sofort auf Anhieb funktioniert. Was will man denn mehr, Leute? Was will man mehr? So, warte, machen wir einmal den so, den Onkel. Und einmal den Onkel so. Das ist tatsächlich Wurscht. Das muss noch nicht mal genormt sein, das Signal. Okay, warten wir so. Oh. Obwohl doch, genormt ist schon besser. Da muss, muss immer ein bisschen nachdenken, wenn man Redstone nutzt, wann man wie lang ein Signal macht. Deshalb, mh, basically, ist es schlauer, ja, das so zu machen. Und so zu machen. Fertig. Okay. Gut, das heißt, jetzt können wir, wenn man hier auf Reset drückt, dann wird das Display auch direkt gelöscht. Also es wird geklärt. Und jetzt können wir neue Zahlen eingeben. Zum Beispiel, ähm, welche Zahl machen wir mal? 1, 2, 3, 4. Machen wir die 5, 5, 0. So, die 5, 5, 0 eingegeben. Und jetzt wird die schnell ans Display geschickt. Das heißt, quasi hier haben wir die 0, die 5, und noch eine 5. Okay, sehr schön. Das heißt, der nächste Schritt, meine Damen und Herren, wird es sein, jetzt einmal den Bankcomputer zusammenzusetzen. Also quasi jetzt den Chip des Computers zusammenzusetzen. Und jetzt wird es auch tatsächlich spannend. Das wollte ich auch unbedingt mit euch in der Aufnahme machen. Denn jetzt überlegen wir mal, wie viel Geld soll maximal auf dem Konto gespeichert werden. Ja, so viel wie aufs Display angezeigt werden kann. Also maximal 1, 2, 3, 4, 5, fünfstellig. Maximal. Fünfstellig. Und jetzt ist die Frage, ob unser Chip-Computer, den wir haben, auch mit dem Display kompatibel ist. Also, ob das auch funktioniert. Das testen wir mal aus. So, das heißt, jetzt kopieren wir dieses Ding jetzt mal durch. Also, das Ding ist ja fertiggestellt und wir. Wir stacken das jetzt durch, viermal insgesamt, sodass wir fünf Einheiten haben. Sieht gut aus. Und das ist für einen Spieler. Das ist der Chipsatz für einen Spieler hier. Dieses Ding hier kann sich jetzt das Geld für einen Spieler merken und hat alle nötigen Operationen gleich mit drin. Das heißt, jetzt werde ich als nächstes das einmal kopieren. Und wir gehen mal hier auf die Seite an dieser Stelle. Ich packe es jetzt einfach mal just for fun, nur temporär, ohne, ne? Einfach mal hier hin. So, das hat. Ziemlich gut gepasst, muss ich gerade mal feststellen. Ah, könnten wir vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen mehr hier hinpacken? Okay, jetzt passt ziemlich gut. So, da ist unsere Einheit drin und auch hier wurde wieder abgeschnitten. In letzter Zeit schneide ich aber viel ab hier. Ich will nicht so viel schneiden. Deshalb mache ich auch immer One-Take-Videos. Okay, jetzt hat es gepasst. Gut, unsere Einheit ist jetzt angeschlossen. Was mich jetzt wirklich stark interessiert ist, ist es kompatibel mit dem Display? Rein theoretisch sollten wir jetzt an das gleiche Datenkabel, also an dieses Kabel, was mit dem Display verbunden ist, das hier anschließen. Das Protokoll, das jetzt quasi die Information überträgt, welche Zahl, mit dem, also welche Zahl angezeigt wird, sollte gleich sein. Und ich, wenn ihr den letzten Part geguckt habt, dann werdet ihr jetzt auch ein bisschen nachvollziehen können, was ich die in den letzten Part meinte. Mit wir können die Zellen abfragen. Auch genau das gleiche haben wir hier auch. Das heißt, wir packen erstmal hier das Datenkabel rein. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Was steht denn aktuell so drin im Display? Aktuell steht hier drin 88888. Das heißt, es stehen nur 8 drin. 88888. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen ändern. Und zwar, ich mache jetzt mal hier eine 7 raus. Eine 876. 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4. So, jetzt steht quasi eine, als steht hier quasi drin 8, 7, 6, 5, 4. Das steht im Display drin. Also quasi von so herum 87687654 also quasi äh, es ist eigentlich 5 äh, 45678 das heißt die Zahl die im Display drin steht ist 45678 45678 nee, nee 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 war richtig war richtig 87654 so 87654 das ist die Zahl 87654 die steht jetzt gerade hier im Arbeitsspeicher drin und jetzt bin ich gespannt ob es funktioniert Jetzt drücke ich auf diesen Knopf hier. Das bedeutet einmal bitte anfordern. Und jetzt werden quasi die Daten ausgelesen und hoffentlich ans Display richtig übergeben. Schauen wir mal, ob das Display darauf reagiert. Da ist eine 8. Ist das doch andersrum? 7, 6, 5, 4. Es hat richtig funktioniert. Ist das doch andersrum? Nee, war doch andersrum. Ne, warte. War andersrum. Das, die 8 sind die einer. Ja, natürlich, doch, 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 natürlich, ja, ja. Die 8, die einer. Also quasi die, die, die einer, die Zehner, die Hunderter, die Tausender, die Zehntausender. Und so auch. Hier sind die Einer, die Zehner, die Hunderter, die Tausender und die Zehntausender Zahlen. Verstehe, verstehe, verstehe. Es ergibt Sinn. So, also hier ist die acht drin und so weiter und so fort. Verstehe. Und es funktioniert. Also quasi die Idee ist jetzt folgende. Wir gehen später in die Bank rein. So, und in dem Moment, in dem wir in die Bank reingehen, rüpp, 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 und in den Bankraum gehen, wird unser Kontostand geladen. Das heißt, wir sehen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. So, es wird dann quasi hier geladen. So, da entsteht ja gerade unser Kontostand. Wir haben gerade doch eine ganze Menge Geld auf dem Konto. Und was wir jetzt sagen können, ich möchte zum Beispiel jetzt gerne 678 Euro abheben. Dann gebe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ne, geht ja gar nicht. Wir müssen erst resetten hier. 6, 7, 8. Das möchte ich gerne abbuchen. Und das sollte jetzt auch auf unser Display drauf gemalt werden. Beziehungsweise jetzt funktioniert das tatsächlich nicht richtig, weil wir zu schnell resettet haben. Das heißt, wichtig ist das auch noch, sehe ich gerade. Ähm, sobald wir fertig sind, muss das Display einmal geklärt werden. Das heißt, das Display muss einmal über die Einheit selbst geklärt werden. Okay, das ist noch so ein paar Sachen, die ich machen muss. Das heißt, unser Display für die Bank funktioniert. Sehr, 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 sehr geil. Ich bin damit schon echt zufrieden. Und in den nächsten Parts werden wir jetzt daraus einen Bankcomputer bauen. Das heißt, das wird jetzt der nächste Schritt sein, einen Bankcomputer zu bauen. Ich werde mich jetzt dran setzen, ähm, mal diese Platine zu bauen für die Spieler. Das werde ich wahrscheinlich in diesem Bereich irgendwie bauen. Das heißt, vielleicht muss ich noch mal die Platine einmal invertieren, also umdrehen das, oder um 180 Grad einfach drehen. Ich glaube, das müsste funktionieren. Ja, das müsste funktionieren. Ja, und dann äh, baue ich ab jetzt quasi den zentralen Bankcomputer, worauf ich mich schon riesig freue. Das machen wir mal und im nächsten Part schauen wir uns dann mal das Ergebnis davon an. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.